Hallo, ich bin Per. Schön, dass du Interesse hast im Pfeifenrauchen, weil das ist alles, was hier auf meinem Kanal passiert. Heute werden wir ein klein bisschen zurück in Geschichte gehen. Wir werden die ersten Tabake, die geraucht wurde in meine Pfeife, werden wir untersuchen. Aber bevor es hier in Einleitung ein klein bisschen zu lang wird, gehen wir mal rein. Das erste Punkt unserer Reise ist das Jamestown Museum in Virginia, USA. Am 13. Mai 1607 sahen die Indianer drei Schiffe an ihren Küste ankommen. Die Mitglieder der Virginia Company entschieden schnell, hier eine neue Siedlung zu errichten. Man könnte noch viel über diese Siedlung erzählen und über die Wichtigkeit für den Tabak, den wir heute rauchen. Aber dazu komme ich in einem späteren Video. Lass uns jetzt zurück zu den Indianern zurückkommen. Die Indianer lebten in einer organisierten Gesellschaft. Sie haben das Land kultiviert und von der Natur genommen, was sie zum Leben brauchten. Sie lagerte Samen von einem Jahr zum nächsten, sodass sie stets ausreichend für ihre Nahrung pflanzen könnte. Sie fischten im Fluss und jagten Tiere in der Natur. So, what about tobacco then? Na, endlich fragst du. So, was ist damit? The tobacco they had here at the Powhatan village growing over here, that was Negociana Rustica, very strong, very harsh tobacco. Vielleicht brauchen wir noch mehr Informationen. Und ich weiß auch, wen ich dazu fragen muss. Hi Nancy. Hello. Would you present yourself? My name is Nancy Agloff. I'm a historian with the Jamestown Yorktown Foundation here in Williamsburg, Virginia. We do know that they cured over the fire. Dried it over fire. Yeah. And then broke it up into powder and put it in their pipe. That has to be a heavy smoke. Yeah. Because the nicotine content in the rustica is very high. Well, and see, it was smoked only by married men, according to the sources, men who had at least two or three wives. It was a high status item. So it was smoked by married men, and it was used in a lot of rituals, offerings to the gods, burials, was used in burials, high status burials. So it was a very high status item, the tobacco. And the high nicotine content probably contributed to its status, you know. Also, wir wissen, die Indianer haben ihn in der Pfeife geraucht. Aber wie fanden die Engländer den Geschmack des Tabaks? It's bitter, it's biting, it's nasty. I want some of the good stuff. Es war eine Herausforderung, ein genießbarer Flake aus Negociana Rustica zu machen. Aber die Göttin, den wohlschmeckenden Tabaks, hat uns angelächelt. Am Ende des Jahres 2018 haben wir begonnen, Chewbacks herzustellen. Der Tabak, den wir dafür verwendet, ist der Rustica. Nicht der, den die Engländer bei den Indianern gefunden haben. Unser Tabak wird sonnengetrocknet, sodass etwas natürlichen Zucker im Tabak bleibt. Trotzdem müssen wir den Tabak noch etwas abmildern, weil er so stark war. Warum nehmen wir nicht etwas Virginia-Tabak, wie ihn die Siedlers in 1617 angebaut haben? 1617 ist nicht irgendein Jahr. Es ist das Jahr, in dem die Siedler gelernt haben, den Virginia-Tabak an der Luft zu trocknen. Der Tabak wurde unter der Decke im Haus aufgehängt, wo er in Kontakt mit dem Rauch von Feuerstellen kam, um ihm so eine leicht rauchige Note gegeben hat. Nach unzähligen Versuchen haben wir herausgefunden, dass wir auch noch etwas Böhle brauchten, um der Mischung die richtigen Balance zu geben. Das hört sich einfach an, aber wir brauchten viele Monate, bis der Flake endlich unserer Vorstellung entsprach. Wie haben wir es geschafft, aus einem Flake, der als bitter und beißend beschrieben wurde, eine geschmacksvolle Flake zu kreieren? Zwei Dinge war entscheidend. Erstens, der Rustica, den wir benutzen, ist sonnengetrocknet und erhält etwas Zucker. Zweitens haben wir den Flake heiß gepresst, ihm also Dampf zugeführt. Das Heißpressen hat die Fähigkeit, den Geschmack des Tabaks weicher zu machen und ihn zu zähmen. Oder kurz gesagt, dieser Prozess verwandelt den Blend in etwas völlig anderes. Das Ergebnis ist ein ganz besonderer Flake.
einzigartig und unvergleichlich. Er bietet ein Raucherlebnis, wie er nie zuvor dagewesen ist. Diese Geschichte beginnt bei den Indianern, geht weiter zu den Siedlern und endet damit, dass er mit heißem Dampf gepresst wird und dann in die Dose kommt. Das war's. Das war die Geschichte von die uralten Tabake, die immer noch zu rauchen ist, dank unserer neuen Flake. Das war den Rustica, das war den Dark Virginia. Viel Vergnügen mit deinen Pfeifen, mit dem Tabak. Gemütlich rauchen, bleib gesund und bis nächstes Mal.